Am Stuttgarter Landgericht ist heute der Prozess gegen 7 Mitglieder der türkisch-nationalistischen Straßengang Osmanen Germania fortgesetzt worden. Erwartet wurde die Aussage eines Kronzeugen, der diese dann aber überraschend verweigert hat. Der ehemalige Stuttgarter Osmanen-Vizepräsident war von der Staatsanwaltschaft aus der Türkei extra eingeflogen worden. Den Angeklagten wird unter anderem die Folter eines Gangmitglieds in Herrenberg vorgeworfen. Den Prozesstag live mitverfolgt hat heute auch der ehemalige Grünen-Chef Cem Özdemir. Warum war es Ihnen heute so wichtig, hier dabei zu sein? Das ist ein Prozess, der mindestens so wichtig ist wie die ganzen Prozesse gegenüber den Rechtsradikalen, die NSU-Verbrechen. Hier geht es um eine der gewaltbereitesten Gruppen, die es in der Republik gibt. Und das sind nicht nur Leute, die im Bereich der OK unterwegs sind, also Prostitution, Drogen, Waffenhandel, Gewaltdelikte schlimmster Art, sondern es gibt eine politische Dimension. Und mir ist es wichtig, dass diese politische Dimension nicht unterschlagen wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alle sich scheuen davor, die politische Verbindung, die ja über Presseberichte, Abhörprotokolle deutlich geworden ist, sogar bis zu Erdogan. Die muss angesprochen werden. Und mir geht es hier darum, Flagge zu zeigen für den Rechtsstaat. Ich meine, wenn man hier im Prozess die Sachen verfolgt, dann kriegt man mit, dass es hier um eine der gewaltbereitetsten Gruppen in der Republik geht. Man sieht es den Leuten ja an, wenn man die Tattoos liest mit klaren Aussagen. Das sind schon hochaggressive Leute. Und es ist gut, dass es diesen Prozess gibt. Es ist gut, dass es das Verbot der Osmanen gibt. Aber machen wir uns keine Illusion. Die Leute lösen sich ja nicht in Luft auf. Die gibt es nach wie vor. Die Gesinnung, die verschwindet ja nicht über Nacht. Die organisieren sich längst neu, verzahnen sich über die Grenze Österreich-Schweiz. Es ist wichtig, dass unsere Sicherheitsbehörden da auch grenzübergreifend zusammenarbeiten, damit wir denen das Handwerk legen und verhindern, dass sie Angst und Schrecken verbreiten unter Oppositionellen. Es gibt viele Menschen türkischer Herkunft, die eine andere Meinung haben wie Erdogan. Es darf mehr, Gott sei Dank, in Deutschland. Schlimm genug, dass es in der Türkei anders ist. Und die haben Angst, die trauen sich nicht mehr, ihre Meinung zu sagen. Die trauen sich nicht mehr, irgendwas zu posten gegen Erdogan, weil sie Angst haben, dass sie denunziert werden hier, dann bei der Einreise in die Türkei vielleicht festgenommen werden. Und ich finde, da braucht es eine klare Ansage, dass wir das in Deutschland nicht dulden. Es kann nicht sein, dass hier die Osmanen oder der politische Arm von Erdogan, die UETD, Angst und Schrecken verbreiten, Leute einschüchtern und hier versuchen, andere Meinungen zum Verstummen zu bringen. Da wünsche ich mir auch eine klare Haltung der Bundesregierung und insgesamt der Politik.